So, dann ziehen wir einmal hier herum. Dass wir schon mal eine Außenmauer haben. Wo die Feinde nicht reinkommen könnten, wenn wir jetzt Feinde hätten. So. Das könnt ihr schon mal ruhig bauen. Währenddessen platziere ich mal die Fackeln hier an der Tür. Ja, die Ziegel werden auf jeden Fall gerade schneller verbraucht, als neue herkommen. Und ja, ich habe eigentlich gesagt, ich werde erst mit dem Turm anfangen, aber ich glaube, wenn wir erstmal eine schöne Umrundung haben, hilft das schon mal mehr. Und eine Tür sollten wir auch schon mal platzieren. Nehme ich gern wieder so eine Tür. So, und da sie ja schon mal fröhlich bauen. Das, was ich in Auftrag gegeben habe, jedenfalls jetzt. Eisen wird etwas knapp. Deswegen produzieren wir mal wieder 6 frische Barren. Wie sieht es eigentlich hier aus mit unserer Ausgrabung? Ja, es wird alles ausgegraben. Okay. Und die Mauer wird schön gebaut. Sieht doch schon mal wie ein recht schönes Bauvorhaben aus, oder? Das ist ja das, eigentlich das, was ich so richtig cool an dem Spiel finde, eben dieses Mauerbauen. Und mal schön mit den ganzen Blöcken, die man hier hat, die Mauer planen kann. Und ja, die Dinger kann ich so nicht platzieren. Wenn ich jetzt in den Hut platzieren würde, kann ich. Ja, ich kann Balken an den Hut platzieren. Aber nur maximal 2 Felder. Ja gut, dann könnte ich in der Mitte theoretisch Stützbalken oder sowas hinmachen. Oder noch eine Nut in die Mitte platzieren. Also mit so einer Säule. Theoretisch. Ah, das gucken wir dann, wenn wir ganz oben angekommen sind. Ich werde jetzt mal den Turm erstmal weiterbauen. Ich habe schon gar keine Ahnung, wie hoch ich den Turm eigentlich möchte. Und ja, hier sieht man, über der Tür kann ich nur Parapets platzieren. Was aber auch nicht schlimm ist. Ich würde sagen, noch eine Lage obendrauf.
So, das ist schon mal ein schöner Turm. Oder ein Bollwerk halt. Wenn ich jetzt einen richtigen Turm draus machen würde, müsste ich es noch höher bauen. Aber das reicht erstmal. So. Jetzt muss ich mir überlegen, die Treppe innen reinzusetzen. Jo. Und ich mache sie auch schön massiv. Ist gerade ein bisschen schlecht zu sehen, ich weiß. So, ich hoffe mal, das passt so mit dem Rundzeug. Mit den Stützpfeilern. Und wird richtig gemacht. Okay, ich kann noch einen Brickton spawnen. Sollte ich auch gleich mal machen. Sieben Arbeiter sind ja besser als sechs. Und ja, ich finde, es nimmt richtig schön Form an, langsam. Wir haben sogar wieder Eisen und Schwefel aus dem Erdreich geholt. Wir brauchen aber auf jeden Fall auch wieder Holz. So, das sollte an Holz reichen. So, im Steinbruch stoßen wir jetzt langsam auch auf ordentlich Stein. Und wir haben Holz gemacht. Sehr gut. Passt du bloß aus, dass du mir nicht runterfällst. Oh, das Holz wird erstmal gelagert, weil gerade keiner Zeit hat, es zu hacken, hä? Doch, einer hat Zeit, es zu hacken. Einer arbeitet im Steinbruch. Und die Mauer für den Turm wird fleißig hochgezogen. Sehr gut. Ja, wenn ich Invasion spiele, dann muss ich erstmal wirklich gucken, dass ich die zwei Blöcke hohe Mauer rum hinkriege, bevor ich mich hier mit einem Turm befasse. Aber jetzt fürs Experimentieren reicht das vollkommen aus. Und ja, unsere Burg wird jetzt recht simpel. Aber ausgefallene Burgen sind dann eher was für... Ja, für den Sandbox-Modus, wo man frei bauen kann. In einem Invasion-Modus oder dem Eroberungsmodus, dem Conquest-Modus, wie auch immer er heißt, ist es wahrscheinlich vorteilhafter. Praktische Schlösser zu bauen, praktische Burgen anstatt schöne Burgen.
Ja, die Treppe nimmt langsam Form. Wir können ja schon mal ein bisschen mit den Nuten rumexperimentieren. Nicht hier, wo gebaut wird. Sondern hier so. Mache ich einfach mal ein paar Dinger hoch. Platziere ein paar Nuten. Platziere ein paar Stützpfeiler. So, und da hätte ich gerne jetzt nicht Rampen, sondern Bretter. Also interessant, dass ich es so platzieren kann. Ups, jetzt habe ich da den den Balken abgerissen. Also wenn ich hier platziere, Holzpfeiler kann ich platzieren. Wie weit kann ich die auseinander platzieren? Also auf jeden Fall 4 Felder, okay. Ein fünftes Feld wird wohl wahrscheinlich nicht gehen, ha? Doch, Tatsache, wird gehen. Ah, interessant. Das heißt, wir probieren mal aus. Platzieren jetzt hier eine Nut. Und können einfach einen Balken quer drüber laufen lassen. Okay. Ist jetzt die Frage. Ich reiß das jetzt alles mal ab. Wirf da mal kurz einen Blick auf unser Bauvorhaben. Ah, die Mauer hier unten ist fast fertig. Oh, aber das hier ist nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Reiß mal das bitte wieder ab. Ah, mit Rechtsklick kann ich die Art bestimmen. Okay. Gut. Das sieht jetzt besser aus. Habe ich jetzt aber den falschen Pfeiler genommen? Ja, ich glaube, ich habe jetzt aus Versehen den runden genommen, anstatt den da. Ja, egal.